Ja, recht herzlich willkommen bei Taika auf dem Kanal. F1 2019 Karriere, Aufholjagd ist heute das Motto. Ja, und mein Konkurrent Devin Butler hat mir ganz schön Druck gemacht in dem Rennen. Und wir sehen das Intro, die Anfangsszene von der F2, der Beginn der Karriere, zweite Folge. Und es wird richtig spannend in der Folge, also es hat echt Spaß gemacht, das Rennen hier in Österreich zu fahren. Ja, und Butler ist schon ein harter Gegner, muss man sagen. Das muss man gesehen haben. Devin Butler liefert sich ein Rad-an-Rad-Rennen mit seinen Meisterschaftsrivalen. Niemand will den anderen vorbeilassen. Es gab einen Kontakt. Butler ließ seinem Gegner keine Wahl. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Da, ein deutlicher Schaden. Ja, ziemlich hart auf jeden Fall. Frontflügel weg. Boxenstopp. Ich bin mir nicht sicher, ob das rücksichtslos oder einfach nur aggressiver. Jedenfalls werden die Rennmarschalls bald etwas zu sagen haben. Ja, und da sind wir auf jeden Fall alle gespannt drauf, was die Rennmarschalls zu sagen werden. Wir müssen jetzt aus der Boxengasse raus. Und für mich beginnt da dann die Fahrt. Ja, was soll ich aufgeben? Ich bin noch im Rennen, ich bin noch nicht raus. Und wenn die roten Lämpchen aus sind, übernehme ich die Kontrolle und dann sind wir unterwegs hier in Österreich und freuen uns, dass wir jetzt hier ins Geschehen eingreifen können. Das ist natürlich eine schwere Aufgabe. Die Rennleitung hat für Devin eine Stop-and-Go-Strafe von 5 Sekunden verhängt. Greif weiter an, du kannst ihn noch einholen. Du kannst ihn schlagen. Ja, 5 Sekunden Strafe, das ist natürlich die Option und die Möglichkeit für mich dann aufzuholen. Ich fand die Stelle hier im Rennen auch immer richtig gut. Die Kurve habe ich dann tatsächlich immer sehr, sehr gut mitgenommen. Und konnte da immer gut aufholen. Sieht man auch hier, ich bin schon wieder gut dran am nächsten Fahrer. Kommt an die Box. Marquinho an der Stelle und ich versuche halt alles davon vorbeizukommen, lasse ihn dann auch hinter mir fast, weil ich dann da kurz zum Gas runter musste, weil so eine Grasnarbe dann im Weg war. Versuche halt alles davon mich vorbeizuziehen und krieg's dann am Ende hin. Aber er greift nochmal an, versucht nochmal auf die Innenbahn zu kommen, aber die Kurve hier, die habe ich auch immer ausgesprochen gut benutzt, immer im vierten Gang runter, dann schaltet man da einen dritten, gibt Gas. Ja, er ist 4 Plätze noch vor mir. Die muss ich jetzt alle noch einholen. Hab den ersten jetzt schon hinter mir gelassen. 5 Plätze waren vorher zwischen mir. Und diese Kurve da hinten ist auch heftig. Da muss man immer krass reinbremsen. Muss man aufpassen, dass man hier in Kurve 1 dann keine Fehler macht, dass man da gut Geschwindigkeit mitnimmt. Und dann geht es halt wieder runter mit Höchstgeschwindigkeit in die nächste Kurvenkombination. Und das hier ist die ganz eklige Stelle, da muss man einmal 180 Grad rum und da gibt es auch so viel Geschwindigkeit mitnehmen, wie es nur geht, um dann eben dann den Gegner, in dem Fall Russell, dann einholen zu können. Also das Rennen hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es war absolut grandios, auch die Strecke gefällt mir richtig gut in Österreich. Red Bull Circuit. Und es war auch eine recht einfache Strecke, muss ich sagen. Also ich muss sagen, es gibt andere Strecken, die ich mittlerweile gefahren bin, da schlackert man mit den Ohren und das tut auch richtig weh, als dann im Auto zu sitzen. Aber hier in dem Rennen habe ich mich richtig wohl gefühlt, musste ein bisschen mich halt da auch zurechtfinden, die Bremspunkte finden und halt eben auch die Gänge dann entsprechend mir vorbereiten und im Kopf haben. Aber das hat dann alles ganz gut funktioniert. Da war ich dann echt super zufrieden, habe alles eigentlich so weit hinbekommen. Und konnte mich immer wieder nach vorne kämpfen. Hab dann auch schön die Gegner mir zurechtgelegt. Jetzt hier erstmal rum die Kurve. Da, wie gesagt, wichtig, nicht zu viel Geschwindigkeit verlieren. Schön rumziehen. Und dann kann man hier auch angreifen. Im Windschatten ist man da. Das ist jetzt ein richtig harter Kampf hier um die 9. Position. Und Russell lässt sie hier auch nicht unbedingt auf mich ein. Der möchte seinen Platz eigentlich verteidigen, aber ich habe eben die bessere Position, die bessere Linie in der Kurve und kann dann mit mehr Geschwindigkeit rausziehen und damit auch ihn dann auf seinen Platz verweisen. An sich war es recht einfach, gegen die Computergegner hier dann tatsächlich auch zu stechen, vor allem an den normalen Überholpositionen. Also da gibt es echt ein paar, so nach Startziel ist es immer ganz nett. Auch da, wo ich gerade eben überholt habe, macht es schon Sinn. Hier ist auch immer ein bisschen gefährlich. Da muss man aufpassen. Da bin ich auch vorsichtig, weil wenn der Günther da nicht aufpasst, dann kann es mal schnell zum Unfall kommen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Da hat der Butler ja vorhin schon genug dafür gesorgt.
Ja, und da bin ich halt dran an Günther, lege sie mir eigentlich immer zurecht, versuche hier im Windschatten mich ranzuziehen, mich ranzukämpfen und zum Beispiel jetzt hier dann die Geschwindigkeit auszunutzen, weil da habe ich immer Geschwindigkeitsvorteil gehabt, das sieht man es auch. Ich nehme ein bisschen weitere Linie, ziehe dann nach innen, kann DRS anmachen und dann auf der Geraden die Mehrgeschwindigkeit nutzen, bevor es dann reingeht in die nächste Kurve, die erste Kurve nach Startziel. Da geht es rum, wie gesagt, da muss man viel Geschwindigkeit mitnehmen. Man hat es auch bei Günther gesehen, der hat da versucht, ein bisschen mehr zu schneiden. Ich habe eher den großen Bogen gemacht, mehr Geschwindigkeit mit rausgezogen. Aber er ist halt dran im Windschatten. DRS hilft ihm da auch. Jetzt greift er nochmal an und da muss ich dann halt meine Position verteidigen. Bleibe auf die Ideallinie. Weiß halt genau, okay, wenn ich die Kurve hier perfekt nehme, dann kann ich ihn abschütteln. Das sieht man jetzt auch. Günther ist nicht mehr dran. Und ich habe meine Position jetzt erstmal gesichert. Kann dann hier gleich nochmal schön reinbremsen in die nächste Kurve. Ich liebe diese Kurve. Die macht echt Spaß. Die war zwar auch rutschig ein bisschen, das muss man auch wissen, aber sie ist so schön lang gezogen. Man kann schön die Geschwindigkeit konservieren, um dann hier in dem Part dann nah dran zu sein, da wieder ein bisschen aufzuholen und dann nach diesem Sektor dann auf Startziel eben dann den Vorteil rausziehen, weil man schneller ist. Albion hier mein Gegner oder Albon mein Gegner hier an der Stelle. Ja, da habe ich mich einmal verschalten, ein bisschen zu hoch geschalten. Das merkt man sofort, da kommt der Albon ein bisschen weg. Aber in der Kurve kann ich wieder alles rausziehen. Da lasse ich auch die Ideallinie mal ein bisschen links liegen, weil ich das Gefühl habe, dass wenn man da eben ein bisschen weiter fährt, mehr Geschwindigkeit nehmen kann. Und er versucht seine Linie zu verteidigen. DRS ist an und jetzt geht es dran, Albon irgendwie vielleicht zu überholen. Aber der kämpft halt richtig hart, hat auch richtig gute Endgeschwindigkeit. Aber ich bremse hier spät rein in die Kurve und kann damit dann ihn schlagen. Ist auch immer so das Phänomen, dass die AI, also Computergegner, ja ein bisschen früh immer in die Kurven reinbremsen. Da kann man mit spielen, wenn man das weiß, und kann das ein bisschen ausnutzen. Und dann bin ich halt wieder durch und habe die Position dann auch wieder mal gesichert und kann damit jetzt immer näher an Butler rankommen. Weil das ist mein Ziel, ihn zu schlagen in dem Rennen. Und der ist jetzt nur noch eine Position vor mir. Ich fahre ja gerade Bestzeit in Sektor 1. Und die Kurve, wie gesagt, gefällt mir eigentlich. Die ist halt sehr rutschig. Da muss man schon sein Lenkrad gut unter Kontrolle haben, dass man da nicht zu sehr einlenkt, aber auch nicht zu wenig. Und ich bin halt dran, habe auch die Bestzeit bis jetzt gefahren. Butler ist vor mir. Und das ist eben das Ziel. Ich habe nur noch, ja, diese und nächste Runde, um ihn zu schlagen. Da wird es mir auch gerade durchgesagt. Ja, ich sehe es ja auch. Also von daher, manchmal sind die Durchsagen nicht unbedingt immer sinnvoll, aber sie helfen einem schon, vor allem auch später in der Karriere mit Boxenansagen, wann man denn reinkommen soll und so weiter und so fort. Und da bin ich jetzt dran an Butler. Wieder mal die Endgeschwindigkeit. Da bin ich echt nah dran. Muss aufpassen, dass ich nicht hier einen Crash verursache. Bin jetzt auf der Startziel in Runde 39 an ihm vorbei und kann mit DRS hier tatsächlich Butler schlagen. Und jetzt gilt es nur noch, die letzte Runde hier über die Bühne zu ziehen, ihn hinter sich zu halten und dann am Ende hier tatsächlich vor ihm ins Ziel zu kommen. Er ist mein Meisterschaftskonkurrent und das spürt man auch. Der Junge ist schon sehr aggressiv, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man so vorbeizieht, aber am Ende gelingt mir das und ich kann jetzt hier in der versuchen, den Vordermann dann nochmal auszustechen, aber der wird schon schwierig. Aber da haben wir ihn, da können wir nochmal mit dem mehr an Geschwindigkeit vorbeiziehen. Es war recht einfach sogar. Jetzt gehen wir auf die Ideallinie, schön weit außen, ziehen rein, Apex gefunden, also Scheitelpunkt, und dann schön rumziehen, Gas geben bis zur nächsten Kurve und dort dann nochmal die Geschwindigkeit mitnehmen, schön lang gezogen. Da muss man immer schauen, dass man da die Geschwindigkeit konserviert, da nicht zu viel verliert, um dann hier in der Schikane auch gut durchzukommen. Das sieht man auch, bisschen die Curbs mitgenommen, aber die sind ja auch schön flach. Die nimmt da eigentlich jeder mit, weil man muss die Strecke da auch manchmal ausnutzen. Jetzt geht es nochmal rein in meine allerliebste Kurve, die hier. Da kann man so schön durchziehen, wenn man die gut nimmt. Da hat man so viel Geschwindigkeit für Startziehen. Da sieht man schon die karierte Flagge. Und da komme ich reingefahren, hab mir hier zwei Plätze vor Butler gesichert und komme damit natürlich super in der Meisterschaft weiter. Kann dann hier auch meinem Gegner zeigen, dass ich es drauf habe. Ein toller Tag. Ja, ein Wie toller denken Tag, Sie muss man schon so darüber? sagen. Und das Interview auch Das immer war heute super. ein großartiges Ja, Comeback. ich bin mit Devin Dachten Sie, dass Butler es vorbei kollidiert. wäre, als Sie mit Devin kollidiert sind? Aber wie man mich kennt, ich bin halt ein fairer Fahrer. Kann halt passieren, ne? Ja, man muss halt weiterfahren oder jeder im Team gibt sich halt eben ungeheure Mühe. Und ich möchte sie nicht enttäuschen. Und am Ende war das auch meine Entscheidung. Und dafür gibt es Fairnesspunkte.
Hätten Sie je gedacht, dass Sie den Platz von Devin zurückerobern könnten? Natürlich, was denn sonst? Ja, es war schon ein hartes Stück Arbeit. Ich war das erstmal auf der Strecke tatsächlich. Hab's gut gemeistert. Ich habe echt gedacht, schauen wir mal. Aber es hat gut funktioniert. Da bin ich echt gut durchgekommen. Und ja, die Selbstdarstellung wurde ein bisschen erhöht. Zeit viele Punkte gesammelt. Ein bisschen Ego darf man dann doch sein. Wie schätzen Sie Ihre Chancen in der Meisterschaft ein? Ja, wie sind denn meine Chancen? Das ist immer so eine gute Frage. Und da bin ich eher so der faire Mensch und das Team zeigt, dass wir eben gut unterwegs sind. Ach, ich habe mich gesucht. Ja, das Arschloch. Tja, was soll ich sagen? Ich denke, ich werde wohl nicht drum rumkommen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dir denselben Respekt gezollt habe wie allen Fahrern. Denn du verdienst ihn nicht. Keiner von euch beiden. Ist klar. So zu fahren war das allerletzte. Lächerlich. Ja, genau. Lächerlich. Ich fahre auf meiner Linie und jemand rammt mich. Mir geht's übrigens gut, danke. Und dann kriege ich auch noch eine Strafe. Das ist so einer. Jede Sekunde dieser Strafe war verdient. Nicht nur, dass du sein Auto geschrottet hast. Jemand hätte ernsthaft verletzt werden können. Ja, ich. Gut, aber gewinnen um jeden Preis ist deine Strategie, nicht unsere. Also pass auf. Was auch immer. Absolut nicht mein Favorit, Mann. Ignoriere ihn einfach. Ja. Er weiß, dass du besser bist. Also, schaut's aus. Halte ihn im Rennen auf Abstand, wenn er auf Tuchfühlung geht. Das war die Folge 2. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Euer Taika.